you can't take it back, no. I've got so much left to say. Siehst du, was da gerade für Adress für uns, was da steht? Ja. Drei Stück. Ja. Oder oben landet was. Ja, wie war das so drin? Rein darf man sowieso nicht. Ja. Was hat da gestanden? Drei mit Box. Nee, ein, zwei mit Box, einen Temps abgedeckt. Ja, sollen wir es melden oder sollen wir es nicht melden? Na, melden müssen sie auf jeden Fall da rein. Okay. Wir Alpha hier, Alpha 2, bitte kommen. Was? Ja, wir haben hier einen dicken Fisch im Visier, zwei Hammett Box plus ein Tempest abgedeckt an der. Das sind doch drei Box. Was ist das hier? Cannabis-Verhältung, glaube ich, ne? Ja, Cannabis. Ne, Coca. Coca. Ja, so verstanden. Ich informiere mal das KPA. Verstanden. Warten auf weitere Anweisungen. Ende. Man kann auch die Kriminalpolizei sagen, aber das. Stell dich mal ein bisschen weiter an den Rand irgendwie. Ja klar, ich will hier nicht stehen. Ich will nur gucken, wie der hinrennt. Ja, ja, aber da nicht, dass sie uns sehen. Ach, die sehen uns eh. Die haben uns auch schon lange gesehen. Meinst du? Jetzt sieht man das schon, ist 2 Kilometer. Mal ein bisschen Lucky Lucky machen, glaube ich. Wie willst du Lucky Lucky machen? Eigentlich doch gleich. Ah, ich weiß, wie du Lucky Lucky machen willst. Alpha 2 hier, Alpha kommen. Alpha 2 hört, kommen Sie. Das PKA ist informiert, die brauchen aber noch circa 5 Minuten, bis das PKA eintrifft. Bitte weiterhin beobachten und sobald die losfahren, Statusmeldung durchgeben, kommen. Haben wir so verstanden, haben uns südlich positioniert und werden dies Ganze vom Berg aus beobachten. Das ist Osten. So verstanden. Ist das wirklich Osten? Stimmt, mehr als gedacht. Zwei also Tempest abgedeckt, drei Hammett Box. Ne, drei Tempest abgedeckt und 1, 2, 3, 4 Hammett Box. Was? 7 LKWs insgesamt. Scheiße, das müssen wir ja doch mal durchgeben hier, ne? Brauche ich mir Bravo, ja. Alpha, hier Alpha 2, kommen Sie. Erd? Ja, kleine Rückmeldung. Es sind drei Tempest abgedeckt und drei Hammett Box. Plus 4 Hammett Box. 4 Hammett Box, Entschuldigung. Ich wiederhole: 3 Tempest abgedeckt, 4 Hammett Box. 3 Tempest. Das stimmt. Ja, das sind aber Tempest. So verstanden, ich geb das mal weiter. Egal, scheiß drauf, jetzt ist. Ja, ist ein Unterschied, weil die Dinger haben Boxen. Oh, jetzt kommt da noch Zemex zu. Alpha hier, Alpha 2, kommen sie. Hier kommen doch gerade 3 Zemex Müll dazu. So verstanden. Oh ja, eine Razzia mit spaßig. Also Leute, um Razzia durchzuführen. Tweetwood, nein. Alter, was zur Hölle ist das los? Wir können eine Razzia machen. Gungi und Sandy sind da. Das bedeutet, wir können davon gleich reinrushen und alles rausholen. Wie viele Personen siehst du? Die sind auf jeden Fall alle schwer bewaffnet, ne? Oh ja, dann ein bisschen was an. Suchen sie hinter uns. Also ich sehe jeweils, glaube ich, für jeden LKW eine Person. Alpha 2 hier, Alpha kommen. Alpha 2 Turret, komm. Konnten Sie denn ungefähr die Bewaffnung der Herren klassifizieren kommen? Ja, aus der Entfernung schwer zu sehen. Auf jeden Fall tragen so gut wie alle Leute sichtbar Waffen. 7,62 und 5,56 ist auf jeden Fall dabei. Circa ist zu sagen, dass pro LKW eine Person da ist, plus ein Heli, der sich noch auf dem Berg befindet, mit einer Person kommen. Ja, so verstanden. Also schwer bewaffnet. Sind die Herren auch im Besitz von schweren Westen kommen? Ja, Standby. Funk einfach durch, das ist nichts, was wir nicht schaffen können, mein Gott. Die... Sieht so schwere Westen, nee, ne? Nein, wir nehmen mal Westen. Nee, das sind standardtypliche Westen, kommen.
Ja, so verstanden. Ich warte noch auf Rückmeldung des PKAs. Nee, des K KPAs. Standby. Copy. Ah ja. Ja, wäre jetzt aber hier langsam mal wirklich gut, dass hier mal wer kommt, ey. Was ist mit Roggen und so da, die da kommen, ey? Das ist bestimmt AV. Mal nach Alpha hier, Alpha 2 mitkommen. Alter, hört. Ja, wie sieht's jetzt so aus mit der Verstärkung kommen? Planung ist gerade am Mache, SEK-Gründung kommt. Ja, okay, wir sind jetzt hier schon länger und beobachten die ganze Situation. So schätzungsweise werden die Herren langsam fertig mit ihren Hammets und Tempests kommen. Ja, ist verstanden, Leute, weiter. Aber ich frage mich, warum kommt jetzt hier keine normale Polizei noch mit vorbei? So, warum muss da jetzt ausgerechnet das SEK kommen? Oh, weil sie Spaß am SDK haben. Ja, aber wenn die Sind gleich das weg Stunt sind, dann gegen sind sie SEK? weg. Alpha 1, hier Alpha Gorin. Guri gegen SEK, Sandy SEK. Alpha 1 hört. Halten Sie sich mal näher der Müllhalde bereit zur Verfolgung des großen Kokainkonvois. So verstanden, wir stellen uns neben die Müllhalde. Komm. Ja, und nochmal an alle beteiligten Einheiten, die gerade vor Ort sind, unauffällig verhalten bitte und keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mach gerade die ganze Zeit Handzeichen da drüben. Es, wieso auch immer. Alpha 2 hier, nochmal Alpha kommen. Ja, hört sie kommen. Bitte geben Sie Meldung, sobald sich die Herrschaften breit machen zur Abfahrt. Ja, haben wir so verstanden. Ende. Ist immer noch aus. Klar, sie ist einfach kaum, dass sie sind, gehen noch 20 Minuten hin. Alpha hier, Alpha 2 kommen. Hört? Ja, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das SEK bzw. das PKA, was auch immer, gleich rechtzeitig da sein wird. Ich wäre dafür, dass wir noch mehr Streifenpolizisten in die Standby-Position hier hinschicken kommen. Mit Ausnahme von Alpha sind alle Alpha-Einheiten vor Ort. Die Bravo-Einheiten haben sich aufgestellt. Ich werde jetzt gleich, sobald Sie mir durchgeben, dass die sich auf den Weg machen, dem SEK das weiterleiten und dann geht's erst rund. Ach so, ja, das mit Bravo habe ich nicht mitbekommen. Dann tut's mir leid. Ja, Ende. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass Bravo da eine Sperre aufgebaut hat. So, der eine rennt zu seinem LKW. Na, die rennen alle zu ihrem LKW. Naja, der eine ist im ersten Mal nach hinten zu seinem Handbox gegangen. Im Zollmarkt sitzt einer drin. Tatsache. Ja, also veredeln sie dahin noch einen Handbox zu dritt oder zu zweit. Also die Zemex ist im ersten und im zweiten ein Fahrer drin. Im ersten ist jetzt einer wieder ausgestiegen. Oh, der hat nur eine Wärmin. Oh, der sucht gerade. Sucht. Nee, der hat nicht gesucht. Der hat nicht an den Zeichen geguckt. Ich denke, dass die wissen, dass wir hier sind, wir wissen, dass sie da sind. Aber sie wissen, wenn sie jetzt davon schießen, dass sie gefickt sind. Die gucken die Ah. ganze Zeit zu ihrem Scharfschützen. Denkst du? Wird irgendwo hier neben uns auf dem Berg sein und da, wo ich markiert habe. Haben wir beim Na, letzten Mal schon. Alpha hier, Alpha 2, komm. Hört? Die drei Zemex setzen sich in Bewegung, kommen. Ja, so verstanden, die drei Zemex sind aber, ich sag mal, am unwichtigsten. Der ganze Konvoi muss sich bewegen. Okay, verstanden. Ja, die Hammets setzen sich jetzt auch in Bewegung, kommen.
Bitte wiederholen, bewegen die sich, kommen. Ja, die parken geradeaus, kommen. So verstanden, ich gebe das weiter. Oh, wenn ich gleich die Bank triggern oder was, wenn der AV da schon so fragt. Lustig wär's ja, Mann. Wenn jetzt die Bank kommt, lache ich richtig. Ich doch noch meine AV-Kills. Schön. Nein, Zemex fahren Richtung Kavala. Ja. Warte, der dreht aber nochmal. Stellen sich da auf. Ne, die fahren an verschiedene Richtung. Alpha 2, ihr Alpha kommen. Hört. Fluchtrichtung. Depot, ja, Atira. Aktuelle Fluchtrichtung kommen? Ja, aber von den Zemex, ne? Ja. Ja, die Hammets, die stehen immer noch, die haben sich nur ein bisschen umgestellt. Die Zemex, einer flüchtet Richtung... Sowohl, ja. Ne, alle drei flüchten Offroad an unserer Position, an dieser 90-Grad-Kurve Offroad Richtung... Also von dem großen Konvoi Entwarnung kommen? Ja, vom großen Konvoi noch Entwarnung, ja. So verstanden, dann auf Standby bleiben. Aber jetzt nicht dumm sind, ein bisschen in die Umgebung umgucken, wissen die, dass wir hier sind. Sau in Bewegung. Ein bisschen Mullen, der wird umgeparkt, der hat was er hinkommt, oder? Nee. Nee, der Tempest fährt. Ja, Alpha 2 kommen. Das ist ein Power Channel, oder nicht? Alpha, hier Alpha 2, bitte komm. Ah, nice. Die fahren jetzt, Alter. Priorität, Alpha, hier Alpha 2, bitte kommen. Hört! Der Konvoi setzt sich in Bewegung, Richtung gefühlt Atira, kommen. So verstanden, ich gebe das so weiter. Frage, sollen wir uns ransetzen? Kommen. Stand by. Was sind wir mehr auf der? Oh fuck, der Heli fliegt jetzt. Haben wir ein richtiges Problem. Fahr schon mal schnell runter. Auf die Straße zumindest. Das heißt, sieht ja uns das recht. Dann war hier also auch ein bisschen nach hinten. Wir geben nicht auch so Licht von uns. Fahr vor, also ich sehe sie nicht mehr, ich sehe sie nicht mehr. Von Hauptstraße. Rechts von uns. Ja. Alle Hauptstraße. Dann setze ich jetzt einfach dran. Scheiß drauf, ey. Hinter dem... Ja, das ist auf Standby. Das ist immer auf Standby. Es ist eine Schuld, wenn es in die Hose geht, ich meine. Ist mir das jetzt aber auch kackegal, ey. Extra aus Standby. Vorsicht, der Heli. Scheiße. Die wissen's. Jetzt fahr ran. Fahr einfach jetzt hinterher, scheiß drauf. Ah, ein bisschen Abstand geben, Martin. Ja, ja, auf jeden Fall, aber so, dass wir sie noch sehen. Ich geh erstmal Tupol jetzt tanken. Was, du gehst jetzt tanken? Ja, erstmal tanken, klar. Wir holen die so oder so ein, wir fahren eine Sportdung und die in Hände. Ja, sobald die Offroad fahren, nie mehr. Das ist doch nicht unser Problem, sie ist dann bei, sie ist dann bei. Wenn er die nicht bekommt, dann ist es die Schuld. Ja, das ist mir aber auch kackegal, wenn er mir Standby sagt irgendwie. Alpha, hier Alpha 2, bitte komm. Hört? Ja, wir brauchen jetzt Anweisung. Wir haben jetzt den Sichtkontakt schon verloren. Kommen. Ja, so schon jetzt langsam Richtung Atira begeben. Lufteinheit ist in der Luft kommen. Okay, verstanden. Ende. Guck mal bitte die Schüsse durch und Topol ja näher. Zusatzinformation auf unserer Position, circa 200 Meter in Front, wurde gerade geschossen, aber keine Ahnung wer das war, nur so als Information. Ende.
Die gehört nicht jetzt zum Computer. Nein, nein. Ach, die wollten dich überfallen, kann das sein? Ja, egal, scheiß drauf. Vorne fahren sie. Bravo 1 hier, Bravo, Alpha 1 hier, Alpha kommen. Alpha 1 hört. Bitte begeben Sie sich auch schon mal in Richtung Atira kommen. So verstanden. Wir begeben uns Richtung Atira, Alpha 1 Ende. Und die Sportlimmer gehört zu dem. Das sind aber nur zwei, die hier abgebremst haben, ne? Ich weiß, aber wenn wir jetzt alle überholen, flüchten die hinter uns. Da vorbei. Da vorne ist er da was. Die halten halt nochmal einen G-Sync-Abstand. So machen wir es, als wüssten wir nicht, was sie drin haben. Ich sehe die Hammets aber nicht mehr, ne? Dann bleibt mal jetzt hier bei denen, also vor denen. Scheiß auf die Hammets. Genau, tu so, als wir tanken müssen. Warte. Du fahren jetzt in die Bravo-Sperre rein, glaube ich. Was soll's, wird stellen, muss ein bisschen näher ranfahren. Doch, das ist der Konvoi, die Hammets sich schon da hinten noch irgendwo. Die Hammets sind schon in Richtung Bravo gefahren, die waren weit vorne. Biegen links ab. Okay, einen Zermark ist uns abgegeben. Ja, Zermark, aber Tempest. Brauchen wir. Vorne alle schon ohne Licht. Ja. Na, die fangen gleich an mit Bravo, wenn die Bravo-Sperre rein. Und das mal wieder durch. Die gleich in die Bravo-Sperre reinfahren. Das SEK ist übrigens auch unter uns. Okay. Alter, wie. Wo ist er denn? Wo ist der Konvoi? Richtung Bravo-Sperre. Standby. Bravo-Sperre. Alpha 2 meldet, der ist nun circa 500 Meter vor der Bravo-Sperre kommen. Ja, an alle Alpha-Einheiten taktischer Fokus frei. Kurze Frage, wo ist denn jetzt der Konvoi? Kurz vor ihrer Straßensperre müsste er gleich sein. Kommen. Eine Person vorbeigefahren, passt auf. Jetzt haben die dann unter den Sperrer recht, die völlig werden. Sage an den Konvoi machen, dass wir stehen bleiben sollen, damit wir dann freie Hand haben. Mach mal. Jellen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Heute, wer liegt denn? Die Nagelband ist nicht markiert, ne? Ist nicht markiert. Nagelbänder bitte nächstes Mal markieren, danke. Aber wer schon war. Da, wer ist? Da, den anhalten. Den anhalten! Anhalten! Stehen bleiben! Anhalten, aber. Wow. Die sind. Bei den Tolkien, die sind halt da waren. Ja, das wird das irgendwie die Chance. Ja, zur Info, ein Hammett-Box und ein Hammett-Munition gestoppt. Die restlichen LKWs sind noch flüchtig, sind an der Kokainveredelung markiert. Nehmen Sie die Endung!
Sichtkontakt zu den fehlenden LKWs durch die Lufteinheit. Fahren weiter Richtung Checkpoint. Dann setzen wir uns an die dran. Also verstanden. Ja, ich bin das. Bravo und Alpha, bitte alle Einheiten, die gerade frei sind, dann noch. Schick die zu den LKWs. Wir versuchen die auch anzuhalten. Nehmen Sie jetzt die Hände hoch. Alpha 2 ist verstanden. Alter, was ist hier? Bravo, Bravo 2, wir fahren auch mal dann Richtung alten Checkpoint. Was ist hier los? Haben Sie Listen angehalten? Vorsicht. Nie bleibt rechts. Alpha 2 ist nun bei in Dunborough. Lufteinheit hier, SEK, komm. Was? Wo genau sind die restlichen LKWs? Kommen. Einer ist weiter geradeaus, einer ist Flugfeld rechts abgebogen, fährt wahrscheinlich unten lang, sprich am Solarfeld vorbei. Also verstanden, haben wir noch eine Ahnung, wo die ganzen anderen LKWs hin sind kommen? Aktuell negativ, beziehungsweise ich habe auch einige gesehen, die bei DP11 sich hingestellt haben, habe das auch für normale Farmer gehalten. Könnte sein, dass das welche sind. Ja, so verstanden, schicken Sie mal bitte eine Einheit hin, die das überprüft. Du musst für mich taktischen Funk machen, weil ich habe den nicht eingerichtet, merke ich gerade mal. Mach ich mal. Vorne war. Hast du ihn gesehen? Das kann ich nicht gut machen. Geht auch nicht, wenn man das ein Flamer. Fahr mal zurück. Fahren wir eher zu wenden. So schnell sind die nicht, dass wir sie nicht angehört, das sind irgendwas Felder geboren. Insgesamt 8 LKW und 2 gestoppt, das ist eine sehr schlechte Bilanz. Ja, die haben sich gut verteilt, ey. Alpha, habt ihr noch Sichtkontakt zu dem LKW? Wenn ja, wo? Nee, wir nicht. Alpha 2 negativ, aber aufpassen, eine Sportlimo. Versuche schnellstmöglich Sichtkontakt wiederherzustellen. Ja, verstanden. Da müssen wir gerade reden haben müssen eigentlich. Hast du taktischen Funk genutzt dann? Positiv Sichtkontakt bei der Treibstoffraffinerie. Okay, umdrehen. Ja, dann beobachtet mal, ob da noch Personen sind, wir greifen zu. Kommt auch zur Treibstoffraffinerie. Um AV, Trigger die Bank, tut mir den Gefallen. Töten. Oh! Der erste durchsucht. Ja, Bravo 2 meldet etliche LKWs hier. Oh, wenn sie hier verkaufen. Oh, Schüsse. Da fährt einer. Lass mich aussteigen. Bringt ja nichts, wir stecken mal sonst fest. Der rammt uns aber auch weg. Achso, ja, stimmt, scheiß Sand, ne? Sollte auf die feindlichen Reihen fließen, nicht auf unsere, voll Idioten. Machen wir nochmal eine Alarmmeldung hier. Für den. Also nicht so klug mit der. Warte, ne? Mit der Front da rein. Versuch den mal zu flippen. Lass uns aussteigen, Alter. Steig aus, steig aus, steig aus. Ja, ich bin weg. Hinten noch
Bei welcher Einheit wird die geschossen? Treibstoffraffinerie? Negativ, ein Helm mit flüchtig Richtung Polizeiakku. Reifen hinten rechts und links stark beschädigt. Ganz. Auf dem östlichen Solarturm ein Schütze. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Mach mal taktischen Funk, wo der langfährt. Ein LKW flüchtig Richtung Telos, wahrscheinlich Richtung Sophia hoch. Der ist ausgestiegen. Ist ausgestiegen? Hm. Der wird gestoppt zwischen Checkpoint und Telos. Dann da hinten wird nur beschützt, der darf nicht reparieren. Ich setze mich gleich vor den. Bist du fertig mit dem Reparieren? Gleich. Lauf du, ich fahr vor ihn. Nein, das ist viel zu weit. Jetzt, go. An die Einheiten an der Dieselraffinerie, die Person aus dem östlichen Tor, geht jetzt die Treppe runter. Der Mann des Hammett ja, ist positiv tot. Ist wohl unbewaffnet und hat sich ergeben, würde mal eine Einheit hinschicken, die unten abfängt. Ich hab den getroffen! Der liegt doch da! Ihr kümmert euch. Einfach Bravo, ihr SK kommen. Ja, macht das mal. Ed? Hat einer von ihnen beiden eine Einheit für mich frei, die sich zur Ladestation begeben kann und hier zwei LKWs von uns übernehmen kann? Alonso, das ist nicht unser Werk. Positiv, Alpha hat eine Einheit frei. Ich komm nicht rein! Jetzt. Ja, dann schicken Sie die mal bitte zu meiner Position. So verstanden. Alpha, hier Alpha 1 kommen. Was? Haben wir Berechtigung, den Hammett zu durchsuchen? Der Herr hat keinen Sanitäter gerufen kommen. Positiv, Freigabe erteilt. So verstanden, oh. Machen wir jetzt Alpha 1 Ende. Das war die Sportlimo. Vorsicht, Ullmann, Sportlimo in deine Richtung unterwegs, sie könnten dazugehören. Kommen aus Richtung HQ. Was sollten wir jetzt machen? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ja, aber wann? Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, mein Name ist Alonso. Ich möchte gerne bitte einmal Ihren Ausweis, Ihren Führerschein sowie Ihre Frachtpapiere sehen. Ja, ich nehme das dann einfach mal, ne? Alles klar. So, LKW-Führerschein haben wir, einen Waffenschein haben wir auch. Was haben wir denn für eine Waffe dabei? Ja, das passt ja so weiß. Ja, die wurden im Rahmen einer Großrazzia angehalten. Ich gerade der Dieselraffinerie. Vielleicht den nochmal kontrollieren. Ich kann aus der Entfernung leider nicht erkennen, um welchen Typ es sich handelt. Ja, deswegen müssten wir gern einmal einen Blick in Ihren LKW werfen. SEK hier über taktisch. Können Sie gerne tun. Hat die jetzt ein LKW okay, verstanden. Verfolgt oder wurden alle LKWs erstmal gestoppt oder verloren? Alpha meldet ein Hammett Box gestoppt und geleert. Kommen. Positiv. Gibt's denn jetzt bitte nur noch Antworten, falls ihr noch irgendwas verfolgt oder euch was entkommen ist? Das ist gutes Zeug für den Bäcker nebenan. Ach so, okay. Alles klar, SEK Ende. Mohn haben sie geladen. Ja, Mohnstreifen sind lecker. Esse ich gerne. Mohnstreifen sind lecker, aha. Was? Ja, gucken wir noch mal, ob sie noch was irgendwie an den Finger haben, machen wir mal einen Drogentest und so was. Schau da nochmal rein, hol mir eine Handvoll raus und dann müssen wir weiterfahren.
Alpha, verstanden. Alpha an alle Einheiten und SEK, wir verfolgen uns jetzt auf der Hauptstraße. Da haben wir aber noch ordentlich was bei Ihnen gefunden in Taschen. Hinterm Airfield Richtung Kavala. Die dreht um, die Sportlimo. Verstanden. Alpha hier, Alpha 1 kommen. Was? Ja, wir sind fertig mit dem Herrn, der ist jetzt leider verunglückt und der Helmut wurde beschlagnahmt. Was haben wir jetzt zu tun, komm? So, ich werde das Zeugs leider beschlagnahmen müssen. Ja, es wird auch leider eine deftige Strafe geben, ja. Das wissen wir. Das wissen sie, dann ist ja gut. So verstanden, ich habe das DLC und eine EMP-Lizenz. Komm. Hast du sein Zeug schon beschlagnahmt? Wer? Ja. Ullmann. Der hat der Pilger sitzt bei Rocken im Auto. So. Ja, so verstanden. 66. Ich mit den Kollegen ab, ob die so lange sich Kontakt halten können, ob ich sie dann einsacken kann. Juve bewegt sich weg von uns, komm. Was hast du dem für ein Bußgeld gegeben? Gar keins. Gar keins? Der hat AP gemacht, der Kreuz. Fragt dir nicht mehr, was es sein muss. Na dann. So. Ja, war das jetzt in ihrem eigenen Interesse oder war das im Auftrag des Bäckers? Das war Eigeninteresse. Eigeninteresse? Ja, da muss ich ihn leider ein Bußgeld ausstellen, der Herr. Könnte eine Bravo-Einheit Bravo 2 an aktueller Position abholen. Was sagten Sie bitte? Können Sie bitte nochmal wiederholen? Das können Sie gerne machen. Okay. Kannst du bitte einmal nachgucken, wie viel... östlicher Solarturm. Kommen. So verstanden, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen, Herr Freefield. Sie können wunderbar fliegen. Könntest du mal bitte nachrechnen, wie viel das kostet für den? Ich habe noch meine Kollegin dabei. Ne? Ja, ich habe keinen Bußgeldrechner installiert auf dem neuen Rechner. Es geht nur darum, den Ifrit zu EMPen. Ich habe ihn gefragt. 30.000? Ja, ich brauche dann eine Abholung. Komm. Okay, das sind dann einmal 30.000 für Sie. Befinde mich schon im Anflug. Wunderbar, Bravo zu Ende. Einmal bitte unten links unterschreiben. Freeboot, ja, Alpha 2 kommen. Hört, kommen. Steigen Sie bald in den Helikopter? Dann vielen Dank für Ihre Kooperation. Nee, wir steigen dann beide in den Heli. Komm. So verstanden, Alpha 2 Ende. Alter, ich komme auf das ganze Gefunke gerade nicht klar, ne? So. Hat sich das jetzt? Übernimmt. Alter, wie sich aus unserem kleinen Funkspruch einfach sowas Riesiges entwickelt hat, ne? Ist einfach krass gewesen, ey. Sag mal, dass irgendwie Alpha 2 wieder frei ist oder so. Ich fahre jetzt erstmal krank, ne? Achso, bist verletzt? Ja klar, mit 77 HP und hat keinen Arzt, ne? Aber krass, Alter, ich hab einfach irgendwie random drauf auf diesen Hammer draufgeschossen, ne? Ich muss ihn ja durch die Scheibe erwischt haben, ey. Alter. Das war krass. Das war schon ein bisschen selbstbeneißend jetzt hier gerade, aber ja. Kann man mal machen. Das seid halt lieber dazu, die Scheibe feiern. Ja, das sind geile Videos. So, Helmut Trumpf, die zwei Noten.